Hey Leute, willkommen zurück in Willow Creek mit Mima, die eigentlich sollte sie das Bild malen. Hallo? Irgendwie malt sie sauber ohne Pinsel. Ja, fertig ist sie doch. Ja, alles klar, jetzt malt's weiter. Sehr schön. Sonntagmorgen oder Nacht, wie auch immer, 3.24 Uhr. Ach, und unten läuft wieder mal die Musik, die keiner ausgemacht hat. Hallo, ausmachen! Warum können die Sims Fernseher, Computer und so ausmachen, aber nie die Musik? Ansonsten ist nur noch Batzel wach. Der, ach so, Batzel ist hier. Wahrscheinlich hat Batzel gerade Musik gehört. Ja, ich hab's ausgemacht. Entschuldigung, Batzel. Ach nee, Batzel macht seinen freiberuflichen Dienst da, genau. Und danach will er ins Bett gehen. Nein, jetzt geht er ins Bett. Oh doch, fertig sogar. Alles klar. Aber hat er Geld, hat er nicht? Na. Egal, geh schlafen, Batzel. Nee, jetzt will er nicht mehr schlafen gehen. Oh, Batzel hat erstmal Wochenende. Sonntag und Montag frei. Jetzt macht er doch wieder weiter. Er schläft auf dem Stuhl ein. Hervorragend, Batzel. Hey, hey. Ja, gute Nacht, Batzel. Ja, warum nicht? Oh, Mima hat... Oh, ein Meisterwerk. Mima hat ein Meisterwerk fertig. Das ist ein Meisterwerk. Ja. Wo ist eigentlich das andere? Ist das hier draußen? Das... Habe ich das verkauft? Das... Ach nee, das habe ich ins Inventar getan. Das war auch ein Meisterwerk. Anscheinend produziert Mima im Moment mehrere. Oh, das ist ja eine Müllpflanze. Nee, ich meine, Quatsch, Müllpflanze. Wie heißt das andere? So ein Weltraummonsterpflanze hier. Das ist ja schick. Ja. Aber, also. Eine surrealistische Weltraumpflanze oder wie auch immer die Dinger heißen. Schön. Ist aber, machen wir. Oh, 3000 Simoleons. Toll, warten wir mal. Ja, nee, doch, das verkaufen wir. Hier, wir wollen es an. Okay, das kann man nur an Kunstgalerie verkaufen. Dann verkaufen wir das an Kunstgalerie. Weg damit. Sehr schön. Ja. Weg damit. Fein gemacht, Mima. Fein. Geld können wir gut gebrauchen. Und. Oh, 50% neulich. Sie ist selbstsicher. Ja, weißt du, dann kannst ja, genau, mal ein selbstsicheres Gemälde malen. Und zwar, ach so, da haben wir gar keine Auswahlmöglichkeit. Selbstsicher malst du ganz alleine, selbstsicher. Ja, dann mach das mal schön. Das erinnert mich daran, wir haben doch noch, dann verkaufen wir das andere selbstsichere Gemälde, das andere Meisterwerk einfach auch. Das haben wir doch eingepackt. Was ist das denn? Schild, warum haben wir das denn hier? Level 4, oh, das ist von Batzel. Schildwache. Entschuldigung, hast du ein bisschen Zeit oder hat die Zeit nicht? Bla, was, also das ist eine Wanduhr oder was? Ja, das ist ja schön. Wir möchten aber mal verkaufen das da. Das ist, das Bild ist eigentlich von der Qualität her nichts Besonderes, aber ist so lustig, weil das Auto mitten auf der Straße steht. Darum haben wir es doch Frauenparkplatz genannt. Das behalten wir auf jeden Fall. Hängen wir mal irgendwann irgendwo auf. Das impressionistische Meisterwerk verkaufen wir jetzt auch einfach. Hallo, kann ich das? Alles klar, sehr schön. Nein, sind wir auch da. Ja, genau, schön verkaufen. Ja, weg damit. Oh Mann, was für ein Krampf. So, und weiter. Irgendwann geben wir ihr hier auch mal bessere Beleuchtung. Nachts ist ja ziemlich dunkel hier. Ich verdiene viel Geld als Künstlerin. Ach, ich liebe es zu malen. Ich werde doch keine Ärztin. La 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 la. Und mittlerweile pennen alle. Achso, Batzel schläft immer noch hier unten auf dem Stuhl, ne? Der arme Batzel. Batzel hat es nicht bis ins Bett geschafft. Eigentlich wollte er ins Bett gehen. Dann hat er gedacht, oh, ich bin schon so müde. Ich glaube, ich schlafe einfach hier auf dem Stuhl am PC. Echter Zocker.
Sonntagmorgen, mal sehen, ob Mima heute wieder ihren Tag im Park verbringt. Hat sie ja gestern gemacht. Aha. Das heißt, wir haben jetzt schon wieder genug Geld, um die nächste Rechnung zu bezahlen. Durch Mimas Gemälde, Verkaufseinnahmen, Dings da. Na, bin mal gespannt, was das wird. Um 5 Uhr wird schon bald wieder Zeit für die ersten Jogger. Ich glaube, die kommen erst ab 5:30 Uhr oder ab 6 Uhr. Ich weiß nicht. Oh, was fertig. Selbstsichere Qualität ausgezeichnet. Oh, Bergsteigerbild hier. Fein, hast du das gemacht. Verkaufen wir direkt. An. Oh, das kann man wieder an beide verkaufen, an Kunstgalerie und Sammler. Wieso kann man manche Bilder nur an eine Kunstgalerie verkaufen und andere auch an Sammler? Verstehe ich nicht. Egal, wir machen an Sammler verkaufen. Nochmal knapp 370 Simoleons. Fein, Mima, sehr schön. Hast du gut gemacht. Damit hat sie ihre Tagesaufgabe. Ja, ist fertig. Tagesaufgabe fertig. Sehr schön. Ja, schön. Noch 4 Stunden bis zur Arbeit. Und ein Nickerchen machen. Ideale Stimmung inspiriert. Inspiriert. Kleines Nickerchen vor der Abfälle wird heute befördert. Aber irgendwie müsste das. Warum ist das hier eigentlich nicht grüner? Ja, mal gucken, wie sie gleich. Oh, Ara ist aufgewacht. Ara, was geht? Da geht erstmal pullern. In seinem Unterwasser-Badezimmer. Mann, ist das da alles voll. Und Herr Are hätte heute, er müsste ein bisschen Schach spielen, aber er hat auch noch einen Tag frei. Also heute und morgen sogar noch. Hast noch genug Zeit zum Schachspielen. Aber so wie es aussieht, könnte er dann bald mal befördert werden. Und mal was essen, ein Gericht nehmen. Guten Appetit. In seiner schicken Herzchen-Shorts. Auch Mima erwacht. Sie ist selbstsicher. Aber für die Arbeit müsste sie eigentlich. Was muss sie nochmal sein? Idealstimmung inspiriert. 2 Stunden bis zur Arbeit. Sollten wir sie dann. Also, sie, wir wollen, dass sie inspiriert ist. Mann, es ist alles fertig und trotzdem ist das so. Und dir geht's noch nicht mal schlecht. Inspiriert. Ich glaube, vor der Arbeit lassen wir sie da mal ein Buch lesen, was sie in inspirierte Stimmung versetzt, oder? Aber sie müsste sich ein bisschen und noch was essen und mal sehen. So, Are, lockere Unterhaltung mit Are. Ach, Are, Mima hat keine Zeit, Mima muss sich auf die Arbeit vorbereiten. Are geht zu ihr ins Badezimmer, um sich mit ihr zu unterhalten. Aber die beiden verstehen sich. Schön. Macht Mima nichts aus, dass Are in ihr Badezimmer reinkommt. Huh, jetzt stänkert es auf einmal an. Was ist los? Are. So, und aber hier geht's immer noch nicht. Warum ist das hier nicht grüner? Glücklich. Ja.
Essen ist ja auch wichtig, ich möchte aber sie in inspirierte Stimmung versetzen. Das heißt, wir lassen sie noch mal schnell ein Buch lesen. Mal sehen. Und zwar lesen. Ach je, was ist denn, was gibt's, was inspiriert? Inspirierende Poster. Wenn das schon inspirieren, oh, das ist auch inspiriert. Es gibt zwei verschiedene Inspirationssachen. Ich habe einfach alle von diesen Aurenbüchern mal gekauft, Büchern mal gekauft. Da gibt's zwei, was ist denn besser? Kurzgeschichten, bleib am Ball inspirieren, berühmte inspirierende Poster. Buch zum Thema Motivation. Poster, hört sich noch mehr nach, los, lies das da. Mal sehen, was das bringt. So, und Ari steht weiter allein in ihrem Badezimmer rum. Aber Ari geht's gut. Ist glücklich. Ari isst jetzt in Mimas Badezimmer weiter sein Essen. Und will mit Batze plaudern. Nee, Batze will nicht mehr mit ihm plaudern. Batze macht sich einen Kaffee. Ach, Batze geht schlecht. Batze hat da auf dem Stuhl geschlafen. So, Mima muss gleich zur Arbeit. Mal sehen, ob das hier funktioniert mit dem inspirierenden Dings da. Konzentriert ist nichts mit inspiriert. Danach muss ich zur Arbeit. Mal sehen, ob das funktioniert. Okay, auf jeden Fall flippt sie wieder aus. Mima, du sollst das Buch lesen. Nicht mit dir selbst reden. Aus. Gott. Aha. Also sie ist in aller möglichen Stimmung, aber leider nicht in inspirierter Stimmung. Vielleicht hilft das Buch ja dabei. Sollte es ja eigentlich. Inspiriert. Aber vorwiegend ist immer noch selbstsicher. Wieso eigentlich? Ach so, weil Meister auf der Malerei gibt selbstsicher plus 2 und inspiriert ist nur plus 1. Okay, schön. Ja, aber dann ist er auch inspiriert. Wirklich ist das dann hat die Erstimmung inspiriert. Ja, siehst du. Ach, irgendwie wird das hier nicht besser. Ich weiß nicht, warum nicht. Oh, warte, das hier läuft jetzt aus gleich. Mal gucken, ob dann, warte mal, wie, das ist 1. Unwohl plus so, gleich wird sie wohl unwohl gehen. Unwohl hat den höchsten Wert. Obwohl, unwohl wird sie nicht mehr gehen, wenn sie raus... Ach, sorry, ja. Das wird hier irgendwie nicht besser, ich weiß nicht, wieso. Oh, Batze, Batze hat sich einen Kaffee gemacht und ist, glaube ich, sauer, dass er nicht, dass er kein Fernsehen kann. Der Fernseher ist kaputt. Brauni hat doch den Fernseher kaputt gemacht. Ja, unwohl, unwohl plus 2. Jetzt ist sie ja vornehmlich unwohl. Wie lange hält denn das inspirierende Dingens? Ja, hier kommen wir auf zu lesen. Geh malen. Geh arbeiten. Wie lange liest sie denn jetzt noch? Hör auf zu lesen. Geh arbeiten. Schön. Oh, Plü, Are und Aresi geht's aber mal ganz gut. Fein. So, hoffentlich hört sie auf, unwohl zu gehen, wenn sie zur Arbeit ist. Geht ihr immer noch unwohl. Unwohl, unwohl, unwohl. Hm. Oh, und jetzt gut. Jetzt geht sie inspiriert. Yeah. Inspiriert. Aber trotzdem ist es hier nicht besser. Komisch. Na, egal. So, Plü, was ist denn mit dir? Müssen wir uns um dich mal... Oh, Plü räumt auf. Fein, Plü. Ja, das ist ja nett von ihm. Oh, was macht der Arländer?
Oh, Aare macht den Grill sauber. Yeah, unser Grillmeister. Sehr schön, Aare. Cool. Und ansonsten sind auch noch alle sicher, weil Lala noch schläft. Alles gut. Aresi und Batzel mal wieder in der Küche. Na, gibt das wieder ein zweideutiges Gespräch? Menge Tinte im Füller. Was mache ich damit? La la la. Ich beachte sie mal gar nicht. Mann, red doch mal miteinander. Oh, da kommt Plü auch noch. Ein bisschen Fast Food, das wäre. Was ist sie da überhaupt? Frühstückseierlein. Oh Gott, Plü räumt auf. Der hat ja einen riesen Geschirrberg da. Und weg ist er. Schön, Plü. Oh, Batzel, ohne ein einziges Wort mit Aresi zu reden. Batzel, wenn es dir gleich ein bisschen besser geht, reparieren wir vielleicht mal einen Fernseher. Ja, jetzt sind weg. Trinke ich allein meinen Kaffee. Bin erwachsen, ich darf jetzt Kaffee trinken. Oh, und Plü rennt Aresi ins Bad hinterher. Hey, Schätzchen, na. Bisschen Spaß im WC, der ganze Dreck hier. Ihr könnt ja mal aufräumen. Ah, du bist mein Stern, Schätzchen. Ich freue mich jeden Morgen, dich zu sehen. Ach ja, la la la. So, ich spiele jetzt aber ein Handygame, verstehst du? Das ist mir wichtiger als du. Oh Mann, ist die gemein. Wenn ich ein berühmter Comedian bin, dann ich den Tag, ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Mir kann keiner was. La 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 la. Aresi, bist du die Beste. Was macht's denn da? Oh, Schach spielen. Aresi geht eine Runde Schach spielen. Ist wahnsinnig glücklich. Wenn du so glücklich bist, 2 Stunden bis zur Arbeit. Wie wär's mit Essen zubereiten? Oh, ach so, mit Aare Schach spielen. Nee, das lassen wir so mal zusammen machen. Soziale Interaktion immer wichtiger als alles andere. Sehr schön. Komm, Aare, zieh sie ab. Aare ist schwer im Überlegen. Ach, guck mal, schon wieder die Kinder mit. Das sind genau die Kinder, mit denen Aare sich angelegt hat, oder? Die da an den beiden Kanonen gespielt haben, als Aare sich dahingestellt hat. Das sind die doch wieder, oder? Patrick Förster und Dirk Jakob. Komm, Aare, das ist der Gewinnerzug, ja. Hä, verstehe ich nicht, Mist. Was mache ich denn jetzt? Ha! Haha, habe ich die. Lala muss zur Arbeit, dann geh mal schnell. Boah, wie geil! Aare ist voll sauer, dass er verloren hat. Ah, du schlechter Verlierer. Oh, mein Telefon. Wer wird denn anrufen? Oh, Brownie wird. Ach, nö, Brownie nicht mehr. Die macht ja immer alles kaputt. Obwohl der Fernseher ist noch immer kaputt. Man könnte nur wieder den PC kaputt machen. Ach, wir lassen Brownie mal vorbeikommen. Warum nicht? Mann, Aare, hast halt mal Schach verloren. Ist doch nicht so schlimm. Blöde Kuh, Mann, ich schon wieder winnen. Wie konnte das nur passieren? Verstehe ich nicht. Ja, während Aare hier weiter über seine Niederlage nachdenkt, kommt Brownie zu Besuch und das sehen wir uns im nächsten Teil an. Bis dahin, tschö! Was sie, Bur? Oh.